Einen wunderschönen, liebe Fatmans Group, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Game. Ihr habt es vielleicht unten in der Timeline schon gesehen, die ist nämlich heute ein bisschen länger. Und das liegt daran, dass wir dieses Spiel komplett am Stück durchspielen werden. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauert. Ich habe in den Kommentaren irgendwas zwischen 2 bis 3 Stunden gelesen. Wie lange es wirklich gedauert hat, sehe ich dann natürlich erst am Ende. Ich habe aber richtig Bock auf das Game, weil es soll ein sehr ruhiges Spiel sein, sehr storylastig, aber mit einer unfassbar guten Story. Ich habe in den Kommentaren auch teilweise gelesen, dass der ein oder andere mal ein Tränchen vergossen hat. Ich hoffe, das passiert mir heute nicht, aber wer weiß. Ich habe das schon mal gemacht, dass ich ein Spiel komplett am Stück durchgespielt habe mit euch zusammen, damals im Livestream What Remains of Edith Finch, was ich für ein unfassbar gutes Spiel halte. Wer das noch nicht gesehen hat, hier oben ist es verlinkt, kann gerne mal vorbeigucken. Und dieses Spiel soll ähnlich sein, also vom Gameplay her, also eher ruhig, eher storylastig, aber mit einer sehr, sehr guten Story. Für diejenigen, für die sowas Langsames nichts ist, denen würde ich empfehlen, jetzt abzuschalten und hoffentlich zum nächsten Game wieder einzuschalten. Für alle anderen, die da Bock drauf haben, würde ich empfehlen, dass sie sich ein Tässchen Kaffee holen. Ich habe meins schon hier. Vielleicht ein Schüsselchen Popcorn und mit mir zusammen diese Story erleben. Legen wir los. Hi Mom, so I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Wir sind instant im Game. Ist sehr laut. Das ist mein Gepäck. Caitlin Greenbrier. Also ich heiße anscheinend Caitlin. Drücke Right Mouse oder Left Shift, um den Gegenstand in der Hand zu untersuchen. Ah, okay. $5,99 für die schirche Ente. Oh. Ja, wie habe ich das gemacht? Katie, tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, wenn du kommst, aber es ist leider nicht möglich. Bitte, bitte stell nicht das ganze Haus auf den Kopf, um herauszufinden, wo ich bin. Ich will nicht, dass es jemand weiß. Wir sehen uns irgendwann wieder, mach dir keine Sorgen. Ich liebe dich, Sam. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr großes Haus. Liste der Transportposten. Dear Katie, so much has changed, even just since you've been away. We moved into this house. I'm at a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. Die redet schon so wie bei What Remains. Echt, das klingt schon alles so traurig. Preis im Wert von $21,000. Okay, kann man hier auch irgendwo das Licht anmachen? Ist sehr dunkel, das Spiel. Mache ich nach. Sam. Sam. Hallo. Sam! Ich glaube, das war ich selber und habe versucht, Sam anzurufen. Where are you? Really? I need to talk to you. Please be there.
Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Was, oder? Okay, in dem Haus gibt es auf jeden Fall die Mutter und Sam. Sam, dein alter Freund Daniel hat angerufen, er möchte herkommen und sich das neue Haus ansehen. Ruf ihn zurück. Mom, Daniel ist ein totaler Spinner. Als wir klein waren, habe ich nur mit mir abgehangen, weil er ein Nintendo hatte. Sehr klein, also so eine Kinderschrift, gell? Das ist also anscheinend, wahrscheinlich, ich würde jetzt mal auf meinen kleinen Bruder tippen. Aber ist natürlich noch etwas zu früh, um solche Vermutungen aufzustellen. Oh ja, das ist echt eine Riesenbutze. Drücke 2 oder M, um den Standort... Ah ja, ah, das ist cool. Das ist cool. Willkommen, neuer Schüler. Wir hoffen, du bist genauso gespannt auf deinen ersten Schultag an der Goodfellow High School wie wir. Bitte bring folgende Dinge zu deinem ersten Unterrichtstag mit, damit du auch gleich loslegen kannst. Eine stabile Mappe, mindestens 6 Stifte, bla bla. Vergiss bitte nicht, in der Nacht vorher genug zu schlafen und sei um 8 Uhr bereit für den Unterrichtsbeginn. Bis bald und noch einmal willkommen, Beth Wellens, Direktorin. Mhm. Oh my God, you are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Psycho House. Great. Gutschein? Was? Heavens to Betsy? Mhm, okay. Also es ist anscheinend irgendein besonderes Haus. Postkarte. Hi Mom, Dad und Sam. Ah, die ist von mir wahrscheinlich. Ich bin in Paris. Ich habe viele Paris-mäßige Sachen gemacht. Zum Beispiel Le Petit Déjeuner. Ich kann kein Französisch. Essen und ein Berett tragen. Ich werde jede Menge Fotos haben, wenn ich wieder zurück bin. Sam, ich bringe dir was von Shakespeare and Company mit, weil du meine Lieblingsschwester bist. Ah, okay. Also Sam ist schon mal kein Bruder, sondern eine Schwester. Hab euch alle lieb, Katie. Okay. Sonst ist hier ein Foto. Ja, vielleicht sehen wir jetzt mal irgendjemanden. Bin ich das? De Soto steht da drauf. Ne, das bin nicht ich. Stift nehmen. Oh Gott, was kann ich hier alles machen? Nachruf lesen. Oscar Mason aus Boone County ist letzten Monat friedlich in seinem Haus verstorben. Mr. Mason wurde am 8.33 in dem Haus geboren, in dem er auch den Rest seines Lebens verbringen sollte. Schon in jungen Jahren machte er seinen Abschluss in Pharmazie und kehrte nach dem Studium nach Boone County zurück. Schon bald wurde er eine vielgeliebte Person des öffentlichen Lebens. In den Jahrzehnten vor seinem Hinscheiden sah man ihn nur selten sein Haus verlassen. In der First Methodist Church wird an diesem Sonntag um 13 Uhr eine öffentliche Gedenkfeier stattfinden. Alle sind herzlich eingeladen. Er hinterlässt unter anderem seinen Neffen Terence Greenbrier sowie im Geiste die Menschen von Boone County, denen er so viel Freude und Wohlbehagen gegeben hat. Seinen Neffen Terence Greenbrier ist also wahrscheinlich mein Vater. Und in diesem Haus, und ja, mein Vater hat dann wahrscheinlich dieses Haus geerbt von Oscar Mason. So würde ich das jetzt mal tippen. Okay. Ich, auch wenn das jetzt so ein bisschen gruselig wirkt hier mit Blitz und Donner und was weiß ich, das Spiel hat null Horrorelemente, das wollte ich auch noch dazu sagen. Also wenn hier jetzt irgendjemand Panik hat von einem Jumpscare, nope. Viel zu lesen. Prüfungen der Elektroanlagen, die Verkabelung im Haus erfüllt technisch gesehen alle Anforderungen für Stromgrenzen und Sicherheit. Allerdings sind während der letzten 100 Jahre viele zusätzliche Kabel in die Wand eingezogen worden. Die Stromanlage reagiert dadurch häufig unvorhersehbar. Lichter flackern oder klar erkennbaren Grund. Druck auf Dielen und Türrahmen unterbricht Schaltkreise, die sich direkt unter der Oberfläche befinden. Eine vollständige Revision der Elektroanlagen würde erheblichen Schaden an den Wänden, Fußboden und tragenden Elementen nach sich ziehen. Nach einem ausgiebigen Gespräch mit Mr. Greenbrier wurde entschieden, keine Maßnahmen zu unternehmen, da es derzeit keinerlei Sicherheitsbedenken gibt.
Okay, also wenn hier Lichter flackern, das ist völlig natürlich. Mord an JFK. Ach du meine Güte. Also bis jetzt macht mir das Spiel nicht den Eindruck, dass man es in 2 Stunden durch hat. John Russell öffnet seine Augen und sah sie, die Sterne. Sie funkelten, als läge er im Gras seines Vorgartens in Massachusetts. Obwohl dieser Ort 1 Million Meilen entfernt war. Nein, er blinzelte sich den Schlaf aus den Augen, während er durch das kohlenstoffverstärkte Sicherheitsglas der Raumstation Archimedes blickte. Ja, er war weit weg von zu Hause, aber die Zukunft brauchte ihn. John Russell war schwindelig. Er fühlte sich unheimlich betrunken, obwohl er schon seit Stunden keinen Tropfen mehr angerührt hatte. Er übergab sich auf seine Füße, seine nackten Füße. Er starrte für einen Moment, verarbeitete seine mit erbrochenen, besprenkelten Fußnägel, untersuchte seine unbekleideten Schienbeine und Knie. Er war vollständig nackt. Er schaute hoch und sein Blick traf auf eine wunderschöne blonde Frau, die eine enge Tunika aus Polymerfaser trug. Auf dem Stoff, der ziemlich stark gespannt war, um ihre großzügigen Busen zu verdecken, prangte die Aufschrift Operator Matier Transfer. Dann wurde er ohnmächtig. John Russell hatte den Abgrund überwunden, den Abgrund der Zeit. Bisher konnte man nur Nachrichten, aber jetzt auch ein Mann. Sie brauchten ihn, jetzt mehr als zuvor. Die Vergangenheit zu ändern reichte nicht mehr aus. Die Anweisungen des Rates waren klar. Was er besorgen sollte, was er daraus konstruieren sollte, wie man es zusammenbaut, um die Maschine zu erhalten, wie er sich körperlich durch die Zeit transportieren muss. Und nun stand er hier auf der Brücke des Raumschiffs Archimedes, Dirte es denn nur er, der das Leben des Präsidenten schon zweimal... Was ist da los? Konnte die naive Crew zu ihrer Bestimmung führen, dem Schicksal der Galaxie... Okay, am Ende dann auf einmal krass viele Schreibfehler. Interessant. Das, was bedeutet Aktenordner? Meine Güte. Fragezeichen, was? Ah, da ist was drunter, oder? Ah ja, Schatz. Geheimer Brief. Absender, One Arbor Hill, Boone County, an Terrence Greenbrier. Okay, der ist wahrscheinlich von meinem... Boah, das ist echt gruselig, Leute. Der Brief ist wahrscheinlich von meinem Onkel an meinen Vater. Hallo Terrence, ich schreibe dir, weil ich von einem, wie ich hoffe, freudigen Ereignis gehört habe. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du frisch verheiratet bist mit einer wunderbaren jungen Frau. Ich hatte mehr als genug Zeit, während meiner langen Tage und Nächte in dem Haus auf dem Abel Hill über meine Vergangenheit und meine Familie nachzudenken. Häufig verweilte ich dann bei Gedanken an deine Entwicklung und dein Wohlbefinden in den letzten 10 Jahren, seit wir uns zum letzten Mal gesehen haben. Durch deine Hochzeit bin nun äußerst zuversichtlich, was das angeht. Ich wünsche dir und deiner frisch gebackenen Ehefrau viele glückliche Jahre miteinander. Du bist auf dem Abel Hill jederzeit willkommen, aber ich verstehe natürlich, wenn du diese Einladung ausschlagen musst. Was ist auf dem Abel Hill passiert, ne? Das ist die Frage aller Fragen. Hier ist nix. Hier ist nix. Und hier ist nix. Papier ansehen. Oh mein Gott. Pioneer Commander, Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung. Es heißt, wer viel macht, macht nichts richtig. Da muss ich widersprechen. Können ist eine Frage der Spezialisierung, sondern von Berufung und Hingabe zum Handwerk. Sollten Sie auf der Suche nach einer LD-CD-Player-Kombi-Anlage sein, wird es Sie freuen zu hören, dass Pioneer diese besondere... Okay. You can do better. Steht da irgendwo eine 4-stellige Zahl? Ich sehe nichts. Hier. Yeah. Wieder in Stellis von 1963 zurückgeschickt. 1963 ist, glaube ich, auch nicht. Dass das der Code ist. Ja gut, es dreht sich viel um JFK. Ich schätze mal, dass der ein Buch geschrieben hat. Genau, der hat ein Buch geschrieben über einen Typen, der durch die Zeit reisen will, um den Tod an JFK, den Mord an JFK zu verhindern. Das ist jetzt meine Theorie. Was ich auch noch sagen möchte, das, oder habe ich im Vorspann erwähnt, dass das Spiel 1995 spielt. Deswegen auch so alte Elektrogeräte und solche Sachen. So, probieren wir es mal mit 1963. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber... Okay. So, die Bilder kann ich wahrscheinlich nicht anschauen. Oder? Dann gehen wir weiter. In der Bibliothek.
Zeitschrift. Untersetzung. Ich kann es halt echt alles. Aber wieso kann ich das angucken, wenn da... Das bringt ja nichts. Nur hoffentlich ist hier nicht irgendwo ein Buch dazwischen, was interessant. Ja, so viel dazu. Ein Fremder unter meinem Dach, Teenager verstehen. Okay. Ich kann nichts damit machen. Ich kann es nicht aufklappen oder so. Nee. Boah, der Sound ist halt schon räudig, ja. Das ist echt, das ist ein bisschen gruselig, obwohl sie eigentlich nicht gruselig sein soll. Oh, ich kann zoomen. Ich kann mich ducken. Da hinten ist auch was, oder? Achso, ist nur der Stromanschluss. Okay. Was haben wir hier? Das zweite Buch. The Accidental Pariah. Terence, okay, also Terence ist jetzt definitiv mein Vater. Ja, der ist anscheinend, hat so eine kleine JFK-Affinität, wie es aussieht, gell? Gucken wir mal weiter. Was sagt die Karte? Papas Arbeitszimmer, Bibliothek, okay. This is a severe weather warning. So lang können die ja noch nicht weg sein. Fernsehprogramm, die X-Files. Das ist auf jeden Fall so ein Verschwörungstheoretiker, würde ich mal behaupten. Was sagt ihr zu, dass die Tasse, die Mom auf der Arbeit hatte? Wieso kann ich die Kissen sogar... Ah! Eintrittskarte. Kolosseum. The Showplace of Oregon. Theater 3. Pulp Fiction. Haha, wie geil. 1994. Wurde eine kleine Höhle gebaut. Poltergeist gelesen. Mag schmeidig. Genau die richtige Lektüre für ein kleines Kind. Davon habe ich jetzt schon mehrere gesehen. This is a severe weather warning. The Northwest Weather Service reports high winds and torrential rain conditions affecting the following counties. Wieso kann ich das alles hochheben? Ja, ich dachte, da steht jemand. Ich kann die aber... Achso, ich kann die auch zurücklegen. Komisch. Das kann ich nicht mit allem machen. Doch. Beiliegend findest du einen Pioneer mit Fernbedienung und Kabeln. Wir benötigen einen halbseitigen Test für die Oktoberausgabe. Das heißt, du hast circa 2 Wochen dafür Zeit. Standardsachen wie schon beim CLD. Das ist ein Kombigerät, also überprüfe ihn sowohl mit ein paar CDs als auch Laserdisc. Und sie wollen, dass wir für die High-End-Käufer auf jeden Fall den Störabstand und das Toslink-Zeug erwähnen. Ich bin auf deine Meinung gespannt. Viel Spaß mit dem Gerät. Okay, also ich nehme jetzt mal an, der ist ein bisschen erfolgloser Autor und macht halt nebenbei so Tests und Beschreibungen für so Elektrogeräte. Würde ich jetzt tippen. Freunde finden dort Schüchternheit. Sam, vielleicht interessiert dich das. Dad. Okay. You know that feeling where the first moment you see someone, it's like they have a big gold star around them and you have to get to know them. Well, there's this girl. I think she's a senior. She's usually dressed kind of punk. But sometimes I see her in this like army uniform. And she's always drawing in this notebook, looking so intense. I had no idea how I would ever, like, have an excuse to talk to her. Till I noticed she and her friends hang out and play Street Fighter at the 7-Eleven every day after school. Okay. Wichtige Entdeckung in den Rucksack gepackt.
Geschichte. Captain Allegra schaute über den Ozean. Er war unendlich, oder so schien es. Eines Tages würde sie den Rand finden und in das Paradies dort kommen. Dann hörte sie Kanonen feuern. Bumm! Es war das schwarze Piratenschiff. Sie rief: Ich dachte, wir hätten an der Pferdeinsel abgehängt. Der erste Offizier antwortete: Da hast du was falsch gedacht. Das schwarze Schiff kam längsseits. Captain Black selbst kam ans Deck des schwarzen Schiffs. Er rief Captain Allegra zu: Du wirst niemals nicht den Rand finden. Da gibt es kein Paradies und dein Vater war ein Lügner. Captain Allegra rief zurück: Warum verfolgst du uns dann, du Vollidiot? Und der erste Offizier rief: Wir werden dich aufhalten, Captain Black. Wir finden das Ende der Welt und du wirst sehen, dass ihr Vater kein Lügner war. Der Kampf ging weiter, bis Captain Allegras Schiff entkommen konnte. Jetzt nach Westen, sagte sie, und das Schiff segelte dem Sonnenuntergang entgegen. Okay. Ja, ich glaube, hier haben wir auch alles. Boah, Alter, mach die Kacke aus. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles gesehen. So Bilder und so kann ich nicht abhängen. Genau, gehen wir in den nächsten Raum. Dieses Donnern ist freudig, das ist richtig freudig. So viele Gutscheine überall. Broschüre. Ohne Bar. Das Haus ist schon geil, gell? Kann man nichts sagen. Die Lampe geht nicht. Sehr geehrter Terence Greenbrier, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Mercury Books sich leider nicht imstande sieht, ihren Nachfolger zu Ein ganz normales Geächter zu verlegen. Trotz der geringen Verkäufe von Ein ganz normaler Retter haben wir das zweite Buch veröffentlicht, in der Hoffnung, die John Russell-Serie könne populär werden. Allerdings waren die Verkäufe noch geringer als die des ersten Buchs und deshalb muss unsere Verantwortung für die Serie hier enden. Es war uns eine Freude, mit Ihnen als Ihr Herausgeber zusammenzuarbeiten und wir wünschen Ihnen und John Russell alles Gute für zukünftige Unternehmungen. Interessant ist, es liegt an der Bar. Also der hat den Brief bekommen und hat sich dann hier gleich volllaufen lassen, würde ich mal behaupten. Hinter der Bar ist sonst nichts. Ja. Diese Untersetzer finde ich auch irgendwie komisch. Lehrbuch, World History, ja, das braucht er wahrscheinlich. Was haben wir hier? Oh mein Gott. Unten stehen zwei Geschichten. Die Abfolge ist eine der beiden durcheinander geraten. Nimmt ihr ein Blatt, liniertes Blatt. Der Menstruationszyklus. Sie wandert durch die Eileiter. Ach du meine Güte. Es erschwört, dass sie überleben wird. Sie schließt den polnischen Widerstand an das tollkühne Spionen. Also ich habe auch gelesen, dass es anscheinend sehr viel gibt, was mit der Story halt nichts zu tun hat. Ja? Und dann halt eben... Ach, das sind alle Schallplatten. Schmeidige Sammlung, Kollege. Da steht ein bisschen Geld rum, glaube ich. Okay, hier auch noch Schallplatten. Ja, das Buch ging anscheinend nicht so geil weg. Halt, ich hab... When you live in one place your whole life, your next door neighbor is kind of like your default friend. And Daniel only got weirder over the years. So moving away has been a good excuse to, like, not see him anymore. But he did always have the good Nintendo games. Maybe I'll give him a call. Es freut mich, dass Danny euch in unserem neuen Haus besuchen durfte. Es ist sehr traurig darüber, dass seine alte Freundin Samantha nicht mehr nebenan wohnt. Also, Sam. Danny hat gefragt, ob er Samantha sein Nintendo Street Fighting Spiel leihen darf und ich habe es ihm erlaubt. Er soll sowieso nicht mehr so viel Zeit mit diesem Kram verbringen, also keine Eile beim Zurückgeben. Mein Gott, Street Fighter am Super Nintendo, das hatte ich auch. Aha, und hier ist das nächste Buch, was anscheinend auch nicht lief. Gut, gut. Also nicht gut, aber... Ich weiß es natürlich nicht, wie wichtig das ist, dass dem seine Bücher nicht liefen. Nichts. Nichts. Notiz. Hi, Lonnie. Also, wenn du heute Nachmittag wieder... Boah, die Sounds sind ja die Hölle.
Also, wenn du heute Nachmittag immer noch zu mir nach Hause kommen willst, wäre das cool. Ich kann fahren. Es ist zwar etwas weit, aber ich kann dich auch zurückfahren. Also ist das hoffentlich in Ordnung. Schreib zurück und wirf das in meinen Spind, wenn du noch willst, und wir treffen uns dann auf dem Parkplatz nach der 6. Samantha. Oh ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Bis dann bei dir. Dann werde ich dir in den Hintern treten. Mach dich bereit, Lonnie. So you know what they say about the best laid plans of mice and men? Yeah, turns out it applies to Street Fighter too. At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a turn, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. So after I was finished getting my butt kicked, I followed them outside while they smoked. And that was when she asked me if I was that psycho house girl. But then she said she's always really wanted to see the psycho house. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow. Ja, da haben wir ja eigentlich schon mal alle über einen Blick. Also das bin wahrscheinlich ich, oder? Ja, genau, das bin ich. Das ist Sam, meine Mom, und Terrence, mein Dad. Flugplan. Okay, also die haben auf jeden Fall auf mich gewartet, gell? Das ist... Interessant. Links auf die Grape Tree, rechts auf die Bullhorn, Abfahrt auf die Fahrzeit 1 Stunde 10 Minuten. Okay. Wegbeschreibung zur Arbeit vom neuen Haus. Aha, da ist arbeitet die Mutter. Oberforstbeamtin. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen das Erdgeschoss fertig, oder? Das sieht ja komisch aus. Hecho en Mexico. Leichtathletik-Pokal. Oh, dass die Tür nicht aufgehen, wenn man so nah davor steht, ist ein bisschen blöd. Eine Bibel. Die Sounds kassen mich an. Es ist kein Horrorspiel, aber es ist echt. Echt fiese Sounds, die ganze. Ah! Was geht hier? Karte. Wow, das wird ein cooler 17. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Sam, Onkel Harvey. Nicht so informativ. Ja, da müssen wir hoch. Da unten sind wir durch. Da ist verschlossen, hier ist verschlossen. Da waren wir, hier waren wir. Muss man auch. Kontrollierter Waldbrand geplant für Boone County. Für den größten Teil der nächsten Woche werden Rauchschwaden über dem Nordosten von Boone County zu sehen sein. Grund dafür wird ein vom Forstamt kontrollierter Waldbrand in den überwucherten Gebieten des Flintlock National Forest sein. Forstarbeiter bereiten das Gebiet schon seit Monaten vor, also wahrscheinlich auch meine Mutter. Laut dem Forstamt wird der Brandeinsatz zwischen 8 bis 17 Uhr am Montag, Dienstag und Mittwoch stattfinden. Möglicherweise auch noch am Donnerstag sollte es etwas langsamer vorangehen als geplant. Der Waldbrand wird nicht nur tote und überwucherte Vegetation entfernen, die in den trockenen Monaten zu Großbränden führen kann. Er wird auch als wertvolle Übung für die Forst- und Feuerwehrmitarbeiter dienen, meint Oberforstbeamtin Janice Greenbrier. Es gibt so viele Sachen, die immer wieder auftauchen. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie was sammeln kann. Es gibt Erfolge. Aber gut, das ist eigentlich egal. Oi! Ja, die ist schon. Ja, gut, das ist wahrscheinlich das Zimmer von Sam, oder? Das ist so zum Spaß halt da. So,
Zur Unterstützung beim vorgesehenen kontrollierten Brand wird am 2.9.94 ein Ranger mit Erfahrung in der Prozedur zum Flintlock National Forest überstellt. Siehe beigelegte Personalakte. Die leitende Beamtin an der Flintlock Forest Station, Oberforstbeamtin Janice Greenbrier, wird mit dem Aufsicht des überstellten Personals beauftragt. Die Dauer des Transfers wird auf einer Leistungsbewertung sowie der Empfehlung der leitenden Beamtin beruhen. Privater Kalender. Mittwoch Pärchenbowling, Montag Pärchenbowling, Kochkurs, Schürze mitbringen, Gesellschaftstanz, Pärchenbowling, Kochkurs, Gesellschaftstanz, Kochkurs, Gesellschaftstanz, das große Menü für Terry und Sam kochen. Terry war also anscheinend auch nicht da. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little, and other girls? I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know. I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since. Terry war mein Vater, aber großes Menü für Terry und Sam stand da, gell? Streng formulierter Brief. Sehr geehrte Damen und Herren, ich, Samantha Greenbrier, bin 17 Jahre alt und von daher ein unabhängiges, voll funktionsfähiges, menschliches Wesen. Die Tatsache, dass ihr mir immer noch verbietet, allein in die Stadt zu gehen, ist ehrlich gesagt geradezu lächerlich. Man vergleiche mit Katie, die nur 3 Jahre älter ist und der ihr trotzdem erlaubt habt, über den Ozean zu einem anderen Kontinent zu reisen. Ich möchte einfach nur einen Abend allein in einer vollkommen sicheren Stadt verbringen, wie ein menschliches Wesen. Und da ihr euch vielleicht erinnert, dass ich jetzt mein eigenes Auto habe, könnt ihr mich auch nicht wirklich aufhalten. Mit allerfreundlichsten Grüßen, eure Tochter Samantha. Ja, die ist schon so ein kleiner Rebell. Da ist auch noch der Fernseher an. Das kommt mir alles so vor, als müssten die halt echt überstürzt aufbrechen, gell? Naja, man sieht schon die Einrichtung auch, das ist so ein richtiger Rebell 1995. So haben Rebellen ihr Zimmer eingerichtet. Piratenflagge. Okay, Fernseher machen wir mal aus. Aktenordner. Kassette. Kann ich die einlegen? Ja. Was kommt da jetzt für eine Mucke? Leute, das war der Shit früher. Das kann ich noch. Pass auf. Da sieht man... Das ist halt schon schwer, wenn das so weit weg ist. Ah, ich hab's. Ein Haifisch. Ja. Seht ihr das? Da ist ein Hai. In 3D. Hier ist der Kopf. Flosse. Hinten die Flosse. Boah, ich habe das geliebt früher. Ich habe da so ein Buch gehabt, das hieß Das magische Auge. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch habt oder ob ihr das könnt, ob ihr da was erkennen könnt. Und hier haben wir... Ist halt schwer, weil der Monitor so weit weg ist. Ein Herz. Ja. Ist einfach ein großes Herz. Cool. Mein Gott, Super Nintendo Spiele. Shiny of Crystal, das kenne ich nicht. Weiß nicht, ob es die echt gab. Super Spitfire. Ne, ich glaube nicht. Ja, nein, Entschuldigung. Okay, sonst ist hier nichts. So, hier ein Teller, Broschüre. Sam, ich finde, der Schriftstellerkurs wäre perfekt für dich. Okay. Ach, du... Scheiße. Aktenordner, da sind Aktenordner, die was drin steht. Nadelfeile, Cola-Dose. Da hat sie eine Schublade rausgerissen, warum auch immer. So, der Spind ist bestimmt zugesperrt, oder? Ja. Dann haben wir
Und da kennen wir da jemanden. Judy Foster. Ach, und das ist die von, hat die nicht bei Dawson's Creek mitgespielt? Oh Mann, Sam hatte das schon in der vierten oder so. Oh. Ein Buch. Auch eine Bibel. Brettspiel. Hab deine Nummer. Meine Nummer wäre mal cool. Ich habe, was ist das hier? Halsband? 1838. Können wir das mal ausprobieren? 1888. Captain Allegra, immer noch vom wehenden Rock und fester Jacke, stieg mit einem einzigen schimmernden Faden in die tiefe Höhle des Labyrinths hinab. Sie und der erste Offizier, jetzt auf sich gestellt, kamen ihrem Ziel immer näher. Dem Thronsaal des toten, unsterblichen Königs der Insel. Der erste Offizier ließ sich weiter vorne auf den Steinflur nieder. Sie wischte sich kreideweißen Knochenstaub von ihren Hosen und Segeltuch und schaute hoch zu Allegra. Der seidene Faden nahezu unzerstörbar durch die verzauberten Motten, die diese Insel bewohnten, folgten ihnen, um ihnen den Weg zurück zum Eingang zu weisen. Aus dem Inneren des Labyrinths begann ein Stöhnen zu erschallen. Das Stöhnen wurde lauter und deutlicher. Der verfluchte Stimme des Königs, die... Soll ich das alles leiten? Das ist ja ein halber Roman. Ich gucke jetzt nur, ob da irgendwo eine Nummer dabei steht. Nein, ich probiere jetzt die 1888. Tut mir leid, Leute, wenn euch das auch interessieren sollte, dann einfach pausieren und dann selber durchlesen. Aber da werden wir dann ja gar nicht mehr fertig. Okay, das war natürlich falsch. Was haben wir hier unterm Bett? Zettel? Bemerkung, keine schwierige Aufgabe. Metalltafel für mein Familienporträt angemessen, aber nicht komplex. Als ich sagte, Mom und Dad sollten durch die Namen der Eltern ersetzt werden, meinte ich, nicht sie einfach darunter hinzufügen. Akzeptable geschliffene Ecken zeigen mehr Stolz auf deine Arbeit. Da ist noch ein Zettel, oder? Broschüre. Ah, wollt ihr sich ein Motorrad kaufen, oder wie? Stegi, Kuscheltier. So rebellisch war sie dann wohl doch nicht, hä? Ja. Ach, da kann man zwei Dinge, okay. Gut, ich glaube, hier haben wir alles. 1991. Oh, nee, das niemals. Pflaster, Zahnpasta, Nagellack. Ist auch nichts. Ah, boah, das Haarfärbemittel. Oder? Ja. Haartönung. Kurz erschrocken. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Dying hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. That's pretty intimate, right? It felt intimate. We looked in the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy, or good, or whatever. But that's when she said, "You're so beautiful." And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something, but I waited. And the moment was gone. Okay, also der wollte sich da auf jeden Fall mit Sam Pulp Fiction anschauen. Den Rucksack selber kann ich nicht aufmachen. Gucken wir weiter. Wo kommen wir denn her? Ich weiß gerade gar nicht. Da ist Sams Zimmer, da ist das Bad, das heißt, da waren wir noch nicht drin. Oh, das... Ne, das ist Elternschlafzimmer, oder? Ich dachte schon, das ist mein Zimmer. Kotz. Oh, Kaugummis.
Kein Mensch auf der Welt kann Jeanshose so zusammennehmen. Nichts. Ich räume mir mal ein bisschen auf. Nehmen wir das hier mal so ein bisschen die Schubladen wieder zu. Haben wir eine Ordnung hier, das geht ja gar nicht. Alle Elektrogeräte sind abgesteckt, das ist mir auch schon aufgefallen. BHs und Unterhosen, Unterhosen mit BHs. Strumpfhosen, Pullis. Okay, da ist anscheinend nichts. Mitten come home. Pizza, okay. Hier haben wir nichts. Haben wir hier wenigstens eine Lampe, ja? Ist das jetzt ein echtes Bild, oder? Oh, da haben wir wieder. Was ist das? Warten wir wieder? Hier haben wir wieder einen Brief. Liebe Jan, ach Süße, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Bob und ich hatten auch unsere schwierigen Zeiten, das gehört schon fast dazu. Man gewöhnt sich aneinander. Jeder lebt sein eigenes Leben im gemeinsamen Haus, die Kinder werden erwachsen, sie ziehen aus. Tut mir leid, das hilft dir nicht sehr was. Keine Sorge, was auch immer Terry zu schaffen macht, er wird darüber hinwegkommen. Und alles wird wieder normal werden. Und dass Sam so abweisend ist, so sind Teenager nun mal. Kein Grund zur Sorge. Anderes Thema, dieser kontrollierte Waldbrand, das klingt nach einem richtigen Abenteuer, aber um gleich zum Wichtigen zu kommen, diese neuen Ranger, über den möchte ich was hören. Ranger Rick? Im Ernst? Das ist einfach zu perfekt. Du musst mir Bilder schicken und du musst mir alles von ihm erzählen. Die ganze nackte Wahrheit, das klang jetzt falsch, halt die Ohren steif, bis Terry aus seiner Krise raus ist. Und in der Zwischenzeit schreib mir Briefe an deine alte Freundin Carol, sie kann gar nicht genug bekommen. Ist meine Mutter etwa fremdgegangen? Das klingt fast so. Was? Take your time, I'm glad. Achso, lass dir Zeit, ich bin froh, dass es in guten Händen ist, liebe Grüße, Rick. Oh, 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 Rick, was geht da ab mit dem? Das gefällt mir ja gar nicht. Geisterspiel. Techniken für Aquarellmalerei. Okay. Es brennt hier drin, brannte sogar noch das Licht. Wir haben ein eigenes Bad, oder? Ja, genau. Was denn? Nach den Flitterwochen den Partner wiederentdecken. Charakterlich, geistig, sexuell. Oh shit! Das verstehe ich nicht, dass ich so Sachen hier aufdrehen kann und sowas bringt denn das? Okay, hier ist klar. Ah, das Nachtkästchen kann man noch gucken. Hier unterm Bett sehe ich nichts. Handtasche. Auch nix. Postkarte. Liebe Mom, lieber Dad, liebe Sam, ich bin im Kanaltunnel. Das ist schon meine zweite Fahrt durch den Tunnel. Ich komme gerade zurück aus London und bin jetzt auf dem Weg nach Brüssel. Entschuldigt, dass ich nicht geschrieben habe, als ich nach London gefahren bin, aber ich war zu sehr gespannt auf den Tunnel. London war toll. Dad, ich weiß, du wolltest schon immer mal hin, aber ich bin der Meinung, du solltest das wirklich machen. Dir würde es hier gefallen, falls wir alle vielleicht noch einmal als Familie herkommen wollen, könnte ich bestimmt dazu überreden. Ich habe euch lieb, Katie. Was hat der so in seinem Ding? Visitenkarte? Anna und der Mensch, Literatur, Publisher. Mhm. Auch eine Bibel? Sag mal, was habt ihr denn mit euren Bibeln, Leute? Und bei ihm ist nix unterm Bett. Okay. Gut. Raum geklärt, Leute. Ach, Gott, da sind die
Wetter, das ist ja dramatisch. Alter, was geht denn hier ab? Katie, Mom und Dad wollten dir eigentlich für den Sommer das Gästezimmer herrichten, aber du bist so kurzfristig nach Hause gekommen und sie waren nicht hier, um es noch zu tun. Du kannst mein Zimmer benutzen, wenn du willst. Ich werde es nicht mehr brauchen, Sam. Alter, was geht hier ab? Okay, das wollten sie mir anscheinend herrichten und haben sie aber nicht mehr getan. Eine Taschenlampe wäre cool. Notiz. Du hast doch mal gefragt, was meine Junior-Offiziersorden bedeuten. Hier ein kleiner Leitfaden, Orientierungslauf. Das heißt, die Army denkt, ich finde mich zurecht. Schützenteam. Die Army hat mich als knallharten Killer zertifiziert. Abenteuertraining. Die Army bestätigt mir, dass ich geborene Abenteurerin bin und mich nichts aufhalten kann. Wenn du mich also bisher nicht für cool gehalten hast, wirst du es jetzt ganz sicher tun, Lonnie. Springen und so kann ich nicht. Also wenn da hinten irgendwas liegt, dann sehe ich es nicht. Skizzenbuch. Geisterjäger-Tagebuch. 31. August, ein langer Schatten im Flur in der oberen Etage. Als ich um die Ecke gebogen bin, war niemand da. Wie groß war Onkel Oskar? Anmerkung, ich hatte meine Brille nicht auf. 3. September, eine leise Stimme kam unten von der Treppe. Ich habe Hallo gesagt, habe keine Untersuchung angestellt, war wahrscheinlich der Ofen. 9. September, Milch aus dem Kühlschrank geholt, sie war sauer, bin ziemlich sicher, dass Geister Milch sauer werden lassen können. Die Milch wurde gestern gekauft. Huhu, außerdem Geistermilch, huhu. 9. Oktober, Lonnie sagt, sie fühlt eine Präsenz im Fernsehzimmer, mir wird plötzlich kalt, wir bauen eine schützende Kissenburg. Die Kissenburg gibt es immer noch. 22. Oktober, Lonnie und ich nutzen Ouija-Brett zur Kommunikation, verstörende Nachrichten empfangen von der anderen Seite. Oskar definitiv hier. 28. Oktober, 29. Oktober, 4 Uhr, Lonnie verpflichtet die ganze Nacht wach zu bleiben, die Räumlichkeiten zu patrouillieren und alle Anzeichen außerweltlicher Präsenz zu notieren. Lonnie berichtet viele Sichtungen, aber alle blieben unbestätigt. Mögliche Ektoplasma auf dem Dachboden hat seine Ursache wahrscheinlich im undichten Dach. Trotzdem eine Probe genommen, trotz unserer größten Anstrengungen sind wir beide gegen 4 Uhr eingeschlafen. Im Großen und Ganzen eine erfolgreiche Nacht. Okay. Wird das jetzt doch noch übernatürlich, oder was? Dachboden, wo geht's denn auf den Dachboden? Oh, jetzt ist bloß noch der Raum da hinten. Ne, hier ist noch einer. Ranger Pottermach war von unschätzbarem Wert während der Vorbereitung und der Durchführung des kontrollierten Brandes. Ich bin der Überzeugung, seine Erfahrung und Hingabe waren die entscheidenden Faktoren, die den Erfolg dieser äußerst komplexen und schwierigen Unternehmung ermöglichten. Nach meiner Meinung der Mitarbeiter von Findlock Forest ist Ricks Mitwirkung bei den täglichen Einsätzen essentiell für den anhaltenden Erfolg der Einrichtung geworden. Aus diesem Grund werde ich offizielle Formulare einreichen und um seine permanente Versetzung an diesen Standort ersuchen. Die hatte safe was mit dem 100 Bro. Miststück, hä? The Misfits, die sind klasse. Vergiss dein Kostüm nicht. Sometimes you just have to lie to Mom and Dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to Mom and Dad's situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell. Lonnie, heiliger Bimbam, ich war in der Bibliothek und da ist mir etwas in der Ecke aufgefallen und da habe ich einen Geheimgang gefunden und da war gruseliges altes Zeug von Oskar drin. Oh mein Gott, das muss ich sehen, wir schwänzen die Sechste. In der Bibliothek ist ein Geheimgang. Okay. Dann... Was ist denn das? Captain Allegra und der erste Offizier, dein Kostüm, mein Kostüm. Die ziehen das voll durch hier, hä?
immer schon. Das ist mit der Lonnie, das kommt mir alles sehr komisch vor. Was? Das kann ich nicht mehr zumachen, das ist auch komisch. Heaven's Betsy calculated. Nothing can stop me. Oh, jetzt müssen wir dahinter, das gefällt mir gar nicht. Ja. Ach, da ist der Dachboden. Sam's Dark Room, do not enter if red lights are on. Oh, die sind on, dann kann ich da wohl nicht hochgehen. Ah, verschlossen. Okay, dann kann ich da tatsächlich nicht hochgehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder in die Bibliothek. War die hier? Alter. Ach, hier kann ich auch in den Geheimgang vom Schlafzimmer aus. Schlafzimmer war hier. Was war denn er für eine? Karte, Geisterjäger, Aufzeichnung, Hauserkundung, versteckte Lagerfächer entdeckt, 3 Stück. Bibliothek, Flur im Obergeschoss, Foyer, Beweise für das Übernatürliche gefunden, 0. Okay. Wieso ist das Foto hier eingekreist? Alter. Oh Gott. Und jetzt bin ich in der Bibliothek. Cool. Kann nicht schlimm. Mach mal zu, da will ich nicht mehr rein. In der Bibliothek war ein Geheimversteck, oder? Ja, genau, ich bin hier. Und hier ist das Panel. Muss hier sein. The Misfits. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her, my eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over, I felt so... I don't know. Nervous? After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, I really like you. I just nodded my head and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. Katie, bitte, egal was du auch gefunden hast, erzähle Mom und Dad nichts davon. Der Dachboden. Oh Gott, was finde ich denn da oben? Also die hatte auf jeden Fall was mit der Lonnie, das ist ja klar. So, hier muss auch noch ein Panel sein. Und zwar ganz am Ende. Hier. Hallo? Achso. Stay off Sam, private. Ride 3 times, stop at full turn passing für... da fehlt die Hälfte, gell? Hälfte von Sams Spindkombinationen. Ah, okay. Der Himmel am Ende der Welt, privat nicht lesen. Der grüne Gletscher, Teil 2. Leute, auch hier wieder. Ich überfliege das nur so, macht's euch... Macht Pause, lest es euch durch. Okay. Und wo war das letzte? Hier oben ist nichts mehr. Doch, hier, Papas Arbeitszimmer.
ne? Achso, ne, das ist ja die Bibliothek. Oder? Genau, den haben wir schon. Dann muss das letzte unten sein, theoretisch. Wo geht's noch runter? Ah ne, hier ist die verschlossene Tür. Dann unten müsste jetzt noch ein Panel sein, was so ein Geheimversteck. Dann hoffen wir mal, dass da der Rest... Ne, oben. Ja. Dann hoffen wir mal, dass da der Rest von der Spindkombination ist. So, wo hier? Hier vorne. Eh, genau neben dem Spind. Hier. Oh, das Witcherbrett. Okay. Null. Ich weiß die anderen Zahlen nicht mehr. Hallo? Hallo? Wer bist du? Oscar, was willst du? Zurückkommen. Alter, das wird ja doch noch gruselig. Ich habe... Ganz viele haben kommentiert, ich hatte Angst vor... Ich dachte, ich bekomme Jumpscares und bekam Gefühle. Aber ich bin mir nicht so sicher, dass es keine Jumpscare gibt. Wie gucke ich das jetzt an? Tagebücher. Nein. Gegenstände. Hier. 0501. Yeah. Das ist Lonnie. Hübsch, ja. Lonnie came over today. But everything was different. She was sitting at my desk chair. Schöne Dorothy. She wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. Endlich Jillian Anderson. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think. But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say... But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie... Do you think you could ever... And that's when she kissed me. Okay, also wir erfahren auf jeden Fall ganz viel über... Also ich habe einen Kellerschlüssel gefunden, also schauen wir, dass wir wieder runterkommen. Wir erfahren extrem viel über die Sam und Lonnie. Über die Mutter erfahren wir nicht so viel, aber ich finde, das kann man sich gut zusammenreimen. Also die ist halt anscheinend fremdgegangen. Über den Vater erfahren wir relativ wenig. Ich habe doch einen Kellerschlüssel, muss ich den jetzt auch auswählen. Gegenstände. Kellerschlüssel. Ich kann den nicht auswählen. Ach, hier zum Keller. Okay. Auch Keller habe ich ja richtig Bock, Leute. Hey, bist du die neue Sam? Ich bin Tommy von hinter dir. Winke, wenn du das gekriegt hast und schreib zurück. Hi Tommy, ja, ich bin Samantha und ich bin neu. Was gibt's? Ich dachte nur, weil du neu bist, könntest du vielleicht ein paar Freunde gebrauchen. Ich habe auch nicht viele Freunde und deshalb dachte ich, ich frag mal, wenn es dich nicht stört. Stört's dich? Ja, nein. Nein, stört mich nicht. Was möchtest du denn fragen? Ist nur dein Onkel ein Psycho oder liegt das bei euch in der Familie? Bastard. Okay, dann geht's hier jetzt in den Keller. Oh, ich hasse doch Keller. Alter, das ist ja gar nichts. Chips-Tüte.
Liebe Samantha, ich möchte Ihnen meinen herzlichen Dank für Ihre Einladung zum Thanksgiving Ihrer bezaubernden Familie in Ihrem Domizil bedanken. Ich habe die wohlschmeckenden Kartoffeln sehr genossen und obwohl es merkwürdig war, so lange Zeit mit deinen Eltern zu verbringen, war es auch spaßig zu sehen, wie schwierig es für deinen Vater ist, mehr als 30 Sekunden am Stück nicht komisch drauf zu sein. Mit äußerst herzlichen Grüßen, Ihre enge Freundin und Vertraute Lonnie. Alter, wer schreibt denn so? Das war doch ein junges Mädel. Liebe Mrs. DeSoto, erlauben Sie mir die... DeSoto? Lonnie D. Ist das die DeSoto? Liebe Mrs. DeSoto, erlauben Sie mir die Gelegenheit zu ergreifen, mich bei Ihnen herzlich für die von Ihnen erhaltene Gastfreundschaft auf dem Anwesen Ihres Vaters nach dem zuvor genannten Mal mit meinen Eltern zu bedanken. Ich muss sagen, dass Thanksgiving... Das Fest ihrer Familie war das erfreulichere der beiden Veranstaltungen. Besonders schätze ich die Zeit, die ich mit ihrer Großmutter verbracht habe. Eine wunderbare Frau mit einem gediegenen Geschmack und einem kultivierten Auftreten. Wir sollten das im nächsten Jahr zur selben Zeit wiederholen, wenn Sie möchten. Herzlichst, Madame Samantha L. Greenbrier. Okay, die haben da anscheinend halt einfach nur Quatsch gemacht, oder? Was ist das? S plus L. Ja, wir haben es verstanden. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around... Well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night. Or it's just quiet and we're alone. We say I love you. Diese Geräusche, das ist so räudig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so hören könnt. Das ist auch räudig hier unten. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie so ein ekliges Gefühl, dass sich der Vater erhängt hat. Oder also getötet hat. Und ich den noch finde. Sehr geehrte Samantha Greenbrier, herzlichen Glückwunsch. Sie wurden für den Schriftstellerkurs des Reed College Sommerprogramms 95 zugelassen. Wir freuen uns außerdem, aufgrund Ihres Portfolios und Ihrer Schulakte Ihnen finanzielle Unterstützung zu gewähren, die 75% der anfallenden Gebühren deckt. Die beigefügten Dokumente enthalten Details über Ihren Stundenplan, optionale Zusatzkurse und den Ihnen zugewiesenen Wohnheimplatz. Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme am Sommerprogramm. Nochmals herzlichsten Glückwunsch. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing. And I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like, 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Okay, also der Richard, er hier ist anscheinend mein Opa. Also der Vater meines Vaters. Warum dem sein Gesicht ausgeschnitten ist, will ich jetzt gar nicht wissen. Montag, 3. März 1959, Boone County Register. Jugend von Boone County freut sich über Getränkeautomat in Messons Apotheke. Die Wangen der Schüler an der Goodfellow High School waren heute besonders rosig, denn sie alle besuchten heute neu in Betrieb genommenen Getränkeautomaten in der Apotheke von Oscar Mazan und in der Innenstadt. Nach monatelangen Renovierungsarbeiten gibt es nun unter anderem einen neuen Automaten, der Sprudelwasser mit Sirup in allen möglichen Geschmacksrichtungen mischt, sowie ein verglastes Eiscremefach. Das ist die Herzung. Terry Greenbrier, 8 Jahre alt, Lieblingsneffe von Mr. Massan. Okay, also der Massan, mein Onkel, Oscar war das, oder? Oscar Massan? Der war anscheinend... Hatte der eine Apotheke? Oh, es ist ja so ätzend hier unten. Postkarte für die Grüße von Mutnummer Fällen. Ich bin hier so auf der dämlichen Klassenfahrt ausgerechnet, jetzt im März, wo es hier ein Oregon sau kalt ist und nun regnet. Schade, dass du nicht hier bist. Warte mal, du bist hier, denn ich schreibe dir das im Souvenirladen. Oh Mist, da kommst du gerade. Lonnie. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay,
a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, "You didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl." But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Oh Gott, da geht's auch noch weiter. Warum brennt da Licht? War ich da schon? War gar nicht so easy, sich da zurechtzufinden. Boah. Ne, nach oben gehen wir jetzt noch nicht. Wir klären mal den Keller, weil sonst kommen wir in der Predulie, gell? Dann wissen wir nochmal, wo wir schon waren. Wir machen jetzt den Keller hier fertig. Hier ist noch eine Tür. Genau, von hier bin ich gekommen. Alter. Liebe Sam, ich bin so froh, dass dir das Bild gefallen hat. Ich habe an uns gedacht, als ich es gezeichnet habe. Ich wusste, dir würde das auch fallen. Mexiko würde dir wahrscheinlich gefallen, glaube ich. Die Natur ist hier so völlig anders als zu Hause. Ich stelle mir immer Allegra und ihren ersten Offizier vor, wie sie auf einer geheimnisvollen Insel gestrandet sind, wo sogar die Pflanzen ihnen was antun wollen. Und dann denke ich wieder an dich. Ich liege hier im Bett und kann dich beinahe fühlen. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten, bis wir wieder zusammen sind, aber das hat wohl nicht so gut geklappt. Immerhin habe ich es versucht. Okay, genug davon. Dein letzter Brief erreichte mich erst einen Tag, bevor wir uns wieder auf dem Rückweg nach Norden gemacht haben. Mit diesem Brief fahren wir um die Wette. Wenn ich vor ihm zu Hause bin, können wir ihn gemeinsam lesen. Und ja, ich mache Unmengen an Fotos. Wir werden so viel Zeit zusammen in der Dunkelkammer verbringen müssen. Tu amour, Lonnie. Also auf diese Dunkelkammer bin ich ja gespannt, was mich da erwartet. Girl Scout, vormals Club Scout, Cube Scout, Setlist. Okay. Todd's Band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, "I can sing." And they were all kind of like, "You can?" And she was like, "Probably." But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Okay, also Tresor haben wir jetzt gefunden. Dann diesen Raum, wo wir nicht rein können. Also wir können rein, aber wir können das Licht nicht anmachen. Weiß nicht, ob ich vielleicht irgendwie nur eine Taschenlampe finde oder so. Aber wo geht denn das noch überall hin, Leute? Das ist ja Wahnsinn. Ah, okay, dann warum kenne ich. Ach, aus dem Bücherregal kommt man. Uiuiui. Alter, was ist denn das für ein abgedrehtes Haus, bitte? Das ist ja gruselig. Wer will denn da wohnen? Kostüme, Skelette und Teufel, Chili da aus dem Smells Like Teen Spirit. Ein Mädchen verkleidet als Jackie Kennedy. Das Coolste daran, das Mädchen vom Psychohaus zu sein. Coole Sache Nummer 1. In der Schule meinen sie alle, du merkst nicht, wie sie dir hinterher schauen. Und das Tuscheln anfangen, wenn du vorbeiläufst. Die meinen echt, ich bekomme nichts von dem mit, was um mich herum abläuft. Mom und Dad an Lügensituationen, aber das war so wert. Die Mädchen auf der Bühne waren so laut und echt und toll und alle bewegen sich gemeinsam wie auf einer riesigen Welle aus Musik. Ich weiß die Zeit und Mühe zu schätzen, die sie in ihrem Brief an mich gesteckt haben. Er zeugte von Initiative und war gut geschrieben, aber er ändert an dieser Angelegenheit nicht meine Meinung. Ich verstehe zwar, dass Miss DeSoto eine Freundin von ihnen ist, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie Schuleigentum mit Obszönitäten verunstaltet hat. Dass sie angeblich ihren Spind verunstaltet hat, als Vergeltung dafür, dass ein anderer Schüler dasselbe mit ihrem Spind gemacht hat, ist dabei irrelevant.
Und um auf Ihre Beschwerde einzugehen, dass bisher noch kein anderer Schüler in dieser Sache bestraft worden ist, Tatsache ist, dass sich bisher noch niemand schuldig bekannt hat und es keine überzeugenden Beweise darauf gab, wer Ihren Spind verunstaltet haben könnte. Mit anderen Worten, es gibt niemanden, um ihn zu bestrafen. Ich würde vorschlagen, Sie lassen diese Angelegenheiten ruhen, denn ansonsten wird sich wohl noch mehr ungewollte Aufmerksamkeit auf Sie richten und wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie schließlich behauptet, das sei überhaupt erst der Auslöser für diesen Vorfall gewesen. Okay. I don't get Lonnie sometimes. Like her band and our zine and her hair and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like, she's going to join the army and then have to lie about who she is? She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Ich glaube, diese ganzen Musikkassetten, wo ich da anhören finde, das ist nur irgendwie so eine Art Grill Justice Now. Das ist nur so eine Art, kann man sammeln für Erfolge oder so. Ah, hier war ich noch nicht. Ah, jetzt bin ich hinter der verschlossenen Tür quasi. Das ist die hier. Gottes Segen fülle dieses Haus und die gehen ein und aus. Ja, genau, jetzt bin ich. Okay, cool. Name des Kunden, Jan Greenbrier. Wer ist jetzt das? Shampoo, Schneiden, Färben, Dauerwelle, Maniküre. Ja, den Namen habe ich ja noch nie gehört. Hey Lonnie, tut mir leid, dass meine Mutter gestern Abend so mies zu dir war. Sie ist kaum noch zu Hause, seit ihr Wald nur noch eine Stunde entfernt ist. Und wenn sie mal hier ist, dann lässt sie es an dir aus, weil du kein Familienmitglied bist und ihr deswegen keine Szene machen wirst. Tut mir echt leid. Haha, ist schon in Ordnung. Ich weiß, sie ist nur neidisch auf unseren coolen und lockeren Lebensstil. Es tut mir eher leid für dich. Ich habe Glück, meine Mutter lebt in Florida. Du dagegen siehst deine Mutter jeden Tag. Entschuldige, ich wollte das Thema Mutter nicht so aufbringen. Ich weiß, ich sollte mich nicht beschweren. Nein, ich meine es total ernst. Meine Mutter ist eine fanatische Christin und ihr neuer Ehemann, Don, ist ein kompletter Idiot. Mit ihm in Florida leben zu müssen, ist meiner Mutter meiner Meinung nach ihre ewige Bestrafung. Also würdest du nicht lieber mit deiner Mutter in Florida leben? Nein. Okay. Sehr geehrte Oberforstbeamtin Greenbrier, aufgrund der beispielhaften Leitung des kontrollierten Waldbrandes in Flintlock letztes Jahr und des Bedarfs an erfahrenem Personal im Amt möchten wir Ihnen gerne eine Stelle als Bezirksleiterin anbieten. Sie werden dann verantwortlich für den gesamten Nordwesten Oregons. Ihr Arbeitsplatz wäre nicht mehr am Flintlock National Forest, sondern im Bezirk der 121. Bullhorn Road. Für die Besetzung Ihrer ehemaligen Stelle mit einem anderen Ranger wäre Ihre Meinung natürlich maßgeblich. Bitte übersenden Sie uns Ihre Entscheidung schnellstmöglich. Wir freuen uns sehr auf Ihre Antwort. Ja, wen wird diese Mistkuh wohl vorschlagen, hä? Earth, Wind & Fire. Ticket. Man findet so Tickets, man findet so Buttons, man findet Musikkassetten. Ich glaube, dass es nur so Sammelobjekte sind. Dieser Schädel ist das coolste Teil, das ich in Mexiko gefunden habe und es hat nur 3 Mäuse gekostet. Amerikanische. Ich liebe ihn. Frohe Weihnachten, vermisse dich, L. PS, halt ihn in Ehren. Da ist nichts dran. Das Esszimmer. Mums Handtasche. Broschüre. Notiz. Hi Jan. Ich habe 2 Karten für Earthman in Fire am Donnerstag, aber meine Freundin möchte nicht mitgehen. Da merkt man wieder, dass sie nichts von Musik versteht. Ich habe also eine Karte übrig und dachte, vielleicht hast du Interesse. Besser als im eiskalten Regen im Wald zu arbeiten, oder? Rick. Fick dich. Ah! Warte mal. Nicht Jan. Chen.
Wie hieß denn die Mutter? Muss ich da gucken, das stand glaube ich auf dem Bild da drüben. Ja, nicht Jan. Jan ist ja auch kein englischer Name. Mutter Chen. Ja, okay. Jenny. Bin ich ein Idiot. Ja, da hat sie sich noch schön die Haare machen lassen für 119 Dollar, ja, wo die Rechnung liegt. 119 Dollar. 1995. Ja, genau, das ist die Rechnung. Name des Kunden, Jen Greenbrier. Und dann ist sie aufs Earthbound and Fire Konzert gegangen mit dem Rick. Eine falsche Schlange. Bestanden, Samantha Greenbrier, zum Direktorbüro, verwiesen durch Machus. Grundverteilung unangemessener Materialien in der Schule. Sam, da du uns heute Nachmittag nicht zuhören wolltest, haben deine Mutter und ich beschlossen, dir diese Nachricht zu schreiben, damit alles absolut klar ist. Du hast für den Rest des Monats Hausarrest. Außerdem sind deine Telefonprivilegien gestrichen und du darfst dein Auto nur noch nutzen, um damit zur Schule zu fahren. Wir verstehen, was du durchmachst, aber wir können nicht erlauben, dass du dich in der Schule weiterhin so benimmst. Und wenn der Arrest vorbei ist, können wir dir natürlich auch nicht erlauben, deine Zimmertür zu schließen, wenn Lonnie da ist. Das ist das letzte Wort in der Sache. Reiß dich zusammen, damit das nicht nochmal geschehen muss, Dad. I had an interesting talk with Mom and Dad tonight. One you were never gonna need to have. I mean, you've known, right? I've known. I've known since, like, She-Ra. Mom and Dad didn't, I guess. But they saw the zine and the stuff on the locker, and they were like, is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing. I was prepared for them to be mad, or disappointed, or start crying, or something. But they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them. Because they're in for one very long phase. Janice, also nicht Jenny, sondern Janice Greenbrier, Bezirksleiterin. Ich gratuliere schon mal, weil ich weiß, dass du den Job annehmen wirst. Oder etwa nicht. Worauf wartest du noch? Eine extra Einladung? Ruf sie zurück. Aber in der Zwischenzeit lass uns über den Ausflug mit deinem flanell gekleideten Adonis reden. Wie toll. Aber du klingst, als würdest du etwas zu viel reininterpretieren. Sicher, dass da was ist? Du hast gesagt, er hätte auswärts seine Freundin. Sicher, dass da nichts Ernstes ist? Na schön, wir müssen mal rausfinden, wann wir uns wieder treffen können. Schluss mit den Briefen. Ich muss dir doch eine Margarita ausgeben und die neue Stelle zu feiern. Hoffentlich bis bald. Nicht zerknittertes Manuskript nehmen. Ganz normaler Krieg. Gib das nicht auf, Liebling. Brennt auch Licht. Alter, wo es da noch überall hingeht, das ist ja Wahnsinn. Sag mir bitte, ja. Gut, das ist ja schon mal etwas. Küche. Das schaut alles nach so überstürzten Abhauen aus. So kann man hier denn alles aufmachen, ist ja Wahnsinn. Banane nehmen, ich möchte keine Banane. Das Essen ist aber alles noch gut, also es muss vor kurzem gewesen sein. Sams Plan, arbeitet in Crown Burger an der Bethel Road. Mr. und Mrs. Jonathan Blair bitten um die Ehre ihrer Anwesenheit bei der Hochzeit ihrer Tochter Helen Margaret mit Mr. Richard Morris Pettermatch. Sonntag, der 4. Juni 1995 um 16:30 Uhr nachmittags. Okay. Was du da alles aufmachen kannst. Das ist echt übertrieben eigentlich.
irgendwas sein, das gibt's doch gar nicht. Hier noch irgendwas? Brief. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Stelle, sehr geehrte Frau Forstbezirksleiterin Greenbrier. Ich habe Ihre schriftliche Zusage erhalten und möchte Ihnen zu Ihrer neuen Stellung als Bezirksleiterin des Landesforstamtes gratulieren. Wir wünschen Ihnen viel Glück während der letzten Wochen im Flintlock National Forest und freuen uns darauf, Sie am 1. Mai um 8 Uhr an Ihrem neuen Schreibtisch am Amtsgebäude zu sehen. Mit freundlichen Grüßen, Bruce Pendleton. Da gibt es ja irgendwie noch ein Licht, das ist so zackenduster hier. Katie kommt diesen Monat nach Hause, ruft noch an wegen genauem Datum. 3. bis 7. Juni, Kurztrip zum Hochzeitstag. Da geht's ja nach draußen, das war gerade übertrieben laut. In dieser Küche, es ist so kackdunkel. Wahnsinn. Ah ja, ist die Garage. Warum war das so laut, okay? Sehr geehrter Mr. Greenbrier, ich hoffe sehr, Sie erhalten dieses Schreiben bei bester Gesundheit. Verflucht, das ist beinahe ein verdammtes Wunder, dass Sie es überhaupt noch erhalten. Haben Sie eine Ahnung, wie lange wir schon versuchen, Sie zu finden? Keine Angst, wir sind nicht die Bullen, die Männer in Schwarz oder irgendwelche gruseligen Faschistentrolle. Genau genommen sind wir auf Ihrer Seite, aber lassen Sie mich von vorne anfangen. Unknown Dimension ist, was man einen Nischenverlag nennen könnte. Wir handeln mit seltsamen und seinerzeit voraussehenden, mit der Art des verloren, aber nicht vergessenen, von einer kleinen, aber nicht engagierten Gruppe von am Strom hängenden, da draußen seienden, Massenmarkt ablehnenden Werks, das nur zu seinen eigenen Bedingungen verstanden werden kann. Wir hatten seit unserer Gründung vor 4 Jahren beispiellosen Erfolg damit, zeitlose Werke aufzustöbern und Christus oder besser Zombie gleich wiederzubeleben, wie zum Beispiel N.N. Bestmans Nachricht der Schlangenmenschen, Es ist in mir von Jens Keller und Emil Kriegers oft zensiertes Buch Venusianische Fleischhändler. John Russell, bei Tag freundlicher Versicherungsvertreter, aber des Nachts rücksichtsloser, geschichtsverändernder Soziopath, ist genau die Art Vertreter, Friedensstifter, die das moderne Vorstand Amerika verdient. Es ist unsere Mission, ihn wieder ins Leben zurückzubringen. Da ihr ursprünglicher Verlag Mercury Books vor 10 Jahren pleite gegangen ist, wollen wir Sie um die Genehmigung bitten, eine neue Auflage Ihrer Werke zu drucken. Wir hätten von Ihnen gerne ein neues Vorwort für die Bücher, die als brandneue Edition von einem ganz normalen Retter und ein ganz normal geächteter erscheinen werden. Sie werden von Unknown Dimension als limitierte Auflage produziert und direkt unserer höchst anspruchsvollen Käuferschaft angeboten werden. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen auf Reise zu gehen und Ihr Werk wieder schreiend in die schwitzenden Hände der arglosen amerikanischen Öffentlichkeit zu drücken. Es ist Zeit, starten Sie durch. Sam, deine Mutter und ich sind vom 3. bis 7. Juni für ein verlängertes Wochenende nicht da. Wir wollen unseren Hochzeitstag feiern und campen in der Schlucht. Aber wir rufen dich an, wenn wir wieder auf dem Weg zurück sind. Entschuldige, die Handwerker haben die Küche immer noch erst halb renoviert, wenn man nicht alles selber macht. Auf dem Tisch liegen $40 für Pizza. Sei brav, Dad. Schau mal, wie das Schlafzimmer ausgeschaut hat. Die sind noch nicht geplant weggefahren. Lonnie, meine Eltern sind nicht in der Stadt und wir haben sturmfrei, bis du weg musst. Stell dir vor, wir können die Nacht in meinem Zimmer verbringen, anstatt zu unserem gewohnten Platz auf den Dachboden zu schleichen. Nicht, dass der Dachboden nicht auch seinen modrigen Reiz hätte, aber mein Schlafzimmer ist wärmer, Sam. Wir sollten das Bett deiner Eltern entweihen, während sie nicht da sind. Das wird es ihnen geben. Lonnie, du bist widerlich. Ändere dich bloß nie, Sam. Was ist auf diesem Dachboden? Es gefällt mir überhaupt nicht, Leute. Überhaupt nicht. Wir werden es aber, glaube ich, auch nie erfahren, weil ich echt keine Ahnung habe, wie ich auf diesen Dachboden komme. Da waren wir. Hier waren wir auch. Nee. Okay, da war auch halt... Ich
gedacht, da habe ich schon Versteck aufgemacht. Hi, Mom, Dad und Sam. Es ist super hier in den Stränden von Barcelona. Dad und Sam, ich würde euch die Architektur von Gaudi gefallen. Sieht aus wie aus einer anderen Welt. Ich bin auf dem Weg zu meiner letzten Station Amsterdam. Für wie lange? Mal sehen. Mein Geld wird langsam knapp. Ich werde mich nach einem beliebigen Standby-Flug umsehen und euch anrufen, wenn ich nach Hause komme. Entschuldigt die kurzfristige Ankündigung. Kann kaum erwarten, euch alle wiederzusehen. Wieder zu Hause sein. Zu Hause sein wird schön. Alles Liebe, Kate. Ja, nicht so schön, gell? Booted Out, eine Abschiedsshow für Lonnie D. Girl Scouts letzter Auftritt für immer alle Altersgruppen. Lonnie had her going away show with her band tonight. She's so incredible on stage. When she was singing, I could practically forget everything. That we only had 48 hours left. That I don't know what comes next. That I can't live without her. Then she dedicated the last song to me. And I couldn't take it. I was out on the curb in the alley, sobbing till my ribs hurt. I would follow her anywhere, Katie. But I can't. Where she's going. After a long time, she found me. She said she was sorry. She said, I wish things could be different. I just wanted to make you happy. I said, I don't think you can anymore. Sam, ich wünschte, ich könnte es besser erklären. Ich bin mit der Army aufgewachsen. Sie ist ein Teil von mir. Die Army-Freunde meines Vaters sind für mich wie eine Familie. Ich habe immer gewusst, dass ich da einmal enden würde. Ich habe niemals anders darüber nachgedacht. Ich wünschte, die Dinge wären anders. Vielleicht eines Tages, wenn ich in einer Basis sesshaft geworden bin und du bist fertig mit dem College und eine berühmte Schriftstellerin und ich kann mit geschlossenen Augen einen Panzermotor bauen, dann sind die Dinge anders geworden und wir können zusammen sein. Bis dann, Lonnie. Oh. Oh, oh, oh. Gibt's doch da etwas Licht. Manuskript, ein ganz normaler Mensch von Terrence. Zu viel auch Paarberatung. Vom 3. bis 7. gebucht. Wegen Hochzeitsreise. Cool gemacht, wie man das so nach und nach alles erfährt und so, finde ich, hat was. Aus der Feder des Terrence L. Greenbrier. Lieber Katz, ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für eine Freude es ist, John Russell wieder in Druck gehen zu sehen. Vielen herzlichen Dank für die Exemplare der neuen Edition. Die Umschlaggestaltung ist besonders gelungen. Sie sagten ja bereits, Online Dimension würde kein neues Material veröffentlichen, aber diese neuerliche Interesse an meiner Arbeit hat mir viel Inspiration gebracht. Das Resultat ist ein Manuskript, in dem John Russells Reise beendet wird und das Sie interessieren dürfte. Es ist reflektierend und introspektiv, ohne jedoch die Spannung und die Seltsamkeit zu vergessen, die Leser von Anna und der Menschen erwarten. Ich hoffe, Anna und der Menschen könnte hierdurch vielleicht eine aufregende neue Richtung einschlagen. Auf alle Fälle bin ich dankbar, dass ich mich glücklicherweise geirrt habe und John Russells Abenteuer doch noch nicht zu Ende kommen mussten. Vielen Dank und beste Grüße, Terrence L. Greenbrier. Okay. Klappentext. Es ist fast 20 Jahre her, seit John Russell dem Ruf gefolgt ist. Zweimal hat er einen Präsidenten das Leben gerettet. Die Zukunft hatte er so gut wie vergessen. Auch die Gefahr und die Spannung, die Zeit, als er von Bedeutung war. Als dann plötzlich der nur allzu bekannte Riss in der Zeit vor seiner Nase entsteht und seine Führungsoffiziere herausgucken, zögert er keine Sekunde. Ist der Präsident in Gefahr? Nein, das Leben, das sie mal retten werden, ist ihr eigenes. Das Leben, das sie dieses Mal retten werden, ist ihr eigenes. Okay. Der erwartet mehr von dem Buch als ich. Wo wir's machen werden. Geheimtür unter der Treppe. Secret Door, Mitternacht, 5. Juni, letzte Vorbereitung abgeschlossen. We agreed our last night together would be our happiest ever. And we'd forget tomorrow was going to come at all. It worked for a while. We had a good time seeing Oscar off. Then ran up to the attic to look through our photos. To find one for Lonnie to take with her. And looking at them, I realized they were all in the past. And there wouldn't be any more. And I didn't know what I was going to do. And I cried.
and she held me. She said she knew it was hard, but life would move on. I said I didn't want my life to keep moving without her. That's when she cried too. I was so exhausted. I must have fallen asleep like that, in her arms. In the morning, I woke up, and I was finally alone. Wie viele Geheimverstecke hatten denn die bitte? Oh mein Gott. Da ist der Schlüssel für den Dachboden. Okay, hier haben sie mit dem Ouija-Board gespielt, oder was? Mason's Pharmacy, Oscar. Possessions and Exorcism. Interacting with the Supernatural and Releasing Unwanted Spirit. Ach Gott, Mädels, was habt ihr gemacht? Ich habe Streichhölzer gefunden. Ich kann bestimmt die Kerzen. Ich könnte hier mit dem Ouija-Board spielen. Das ist eher. Ich kann das nicht mehr hinlegen. Dachbodenschlüssel. Sollen wir das machen? Soll ich mal die Streichhölzer? The sunset light in this house is the saddest thing I've ever seen. I just want to sleep. When I'm in the attic, it almost feels like Lonnie could still be here. She's just downstairs. I'm just waiting to hear her pull down the hatch and come running up. Maybe I'll go up to the attic and wait. Ich will jetzt nur mal ausprobieren, ob ich das Ouija-Board da hinlegen kann, also richtig platzieren kann. Vielleicht kann ich das ja wirklich benutzen da unten. Ich hoffe es nicht. Aber... probieren möchte ich es, weil Streichhölzer haben wir auch gefunden. Wir könnten auch die Kerzen anzünden. Ne, ich kann es da gar nicht hinlegen. Also schon, aber nicht richtig. Gut, wenn ich so. Ach, ich würde sagen, das lass mal, oder? Kann mir auch nicht vorstellen, dass das geht. So, dann gehen wir hoch. Dann gehen wir auf den Dachboden. Ich denke, da werden wir jetzt alles erfahren. Oh, sie hat auch gesagt, verrate Mom und Dad nichts. Der Dachboden. Oh, Sam, ich werde nie vergessen, was wir hatten. Bleib stark. Zeig's allen richtig. Ich liebe dich, Lon. Oh my God. Katie. I fell asleep in the attic. And Lonnie in my old spot. And I missed the first two calls. I just barely caught the third one before the machine got it. And it was Lonnie. On a payphone. She'd been on the bus to Basic, and she said she couldn't think of anything but me and us, and that she couldn't go through with it, with the army and being a part and all of it. And so she got off the bus in Salem. She said, Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive until we find somewhere for us. And she asked me if I could do that. And I said yes. Yes. Okay, und dann sind sie dahin gefahren, oder was? Was ist das? Ein Army, danke. Oder Hände, okay. Ihre Schatten, ja. Ihr Aug.
Fotopapier. Kann ich da jetzt Bilder entwickeln oder was? Was wird das? Fotopapier, Fotopapier, Fotopapier. Das war jetzt der Dachboden, oder kommt da noch irgendwas Beeindruckendes? Brief an Katie lesen. Katie, I'm so sorry that I can't be there to see you in person. That I can't tell you all this myself. But I hope as you read this journal and you think back, that you'll understand why I had to do what I did. And that you won't be sad. And you won't hate me. And you'll just know that I am where I need to be. I love you so much, Katie. I'll see you again. Someday. Love, Sam. Ja, bin mäßig befriedigt, Leute. So geil fand ich die Story jetzt nicht. Die Eltern sind bei der Paarberatung und die Schwester ist abgehauen. Ich habe da jetzt Wunder was erwartet. Und wie kann man da heulen? Ich weiß nicht, vielleicht muss man sich da irgendwie reinversetzen. Vielleicht muss man selber 16-jähriges lesbisches Mädchen sein, keine Ahnung. Ja, fand ich jetzt... Nee. Da hätte am Ende ein richtig ordentlicher Plot-Twist hingehört. Ich hätte jetzt auf den Dachboden rauf müssen und dann liegt die Leiche von Lonnie und Sam. Aber das? Ja, nichtsdestotrotz, Leute, hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, dass ich mal öfter Spiele komplett durchspiele, dann lasst mir gerne ein Like da oder schreibt mir in die Kommentare. Ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren und die Glocke aktivieren. Mich würde es sehr freuen und wir sehen uns zum nächsten Video. Remember me for centuries.